ihr Lieben. Ja, und weil ich nicht nur einen Brief vom Anwalt bekommen habe, sondern auch ein unheimlich liebes Mail vom Heiko, wollte ich euch das Mail nicht vorenthalten, weil mich das nämlich so sehr gefreut hat. Und zwar möchte sich der Heiko bei mir bedanken, im Allgemeinen für die Videos. Im Speziellen gilt der Dank für die Idee bzw. den Bau de Le Petit, was mich dann auch zum Bau getrieben hat, sowie zum FM300A, was mich dann auch zum Kauf bewogen hat. Den Push erhalte ich dann doch durch dich, Smile. Warum schreibe ich dir erst heute? Weil ich unter Anleitung deines letzten Videos die FM300A richtig eingestellt habe. Alle Ströme waren weit über 40 mV. Und sie erst jetzt so richtig genießen kann, die FM300A. Ich war vom Klang vorher doch etwas enttäuscht und habe deshalb mit meiner kleinen Röhre gehört, was sich aber heute wieder ändern wird. Und wenn ihr euch erinnert, habe ich dann so ein bisschen im Allgemeinen darüber gesprochen, dass für mich der FM300A der röhrigste Transistorverstärker ist, den ich bis jetzt jemals gehört habe. Und mit meiner Klangeinschätzung, da haben einige gehadert. Was der Heiko jetzt hier geschrieben hat, er hat mir auch total netterweise ein Bild geschickt von seiner Hi-Fi-Ecke. Da sehen wir wunderschöne Sachen stehen. Er hat auch schon die M1 gebaut. Sehr, sehr schön gebaut. Wobei ich glaube, mein M1-Bild wird vielleicht nicht so schön. Wenn ihr euch erinnert, ich habe ja bei den Videos über den Old Gen 845 und dem FM300A damals gesagt, dass der FM300A für mich fast wie eine Röhre klingt. Ja? Und ich glaube, mit dieser Aussage, da haben einige ein bisschen gefremdelt. Also da haben einige Leute nicht wirklich was anfangen können damit. Es ist schon so, wenn wir den typischen normalen Transistor, diese typische Transistoreinstufungsgeschichte von heute sehen, da geht es sehr viel um Bedämpfung, um Rückkoppelung, Kontrolle von den Membranen, von den Basslautsprechern. Und der FM300A ist da einfach die Endstufe, die der Membran einfach laufen lässt, freien Lauf lässt, die schwingen lässt. Und das ist ja geradezu diese Signatur eines Röhrenverstärkers. Ein Röhrenverstärker zeichnet sich ja dadurch aus, dass er überhaupt keine Kontrolle über eine Bassmembran ausübt, weil er ja durch Ausgangsübertrager, also Trafos zwischen Verstärkerröhre und dem Lautsprecher, ist ein Trafo. Ja, da kann man schlecht Kontrolle ausüben. Und das ist wirklich so, die FM300A hat auch diese Eigenheit. Und ich habe jetzt ganz viele, mein letztes Video war das Einstellen vom Ruhestrom von der FM300A. Und da habe ich einige Fragen, E-Mail oder Kommentarfragen bekommen. Bringt es das überhaupt? Macht das überhaupt Sinn, da jetzt hier anfangen einzustellen, die Millivolt und so weiter? Es ist schon so, ihr müsst euch das denken, im Werk, die wissen ja jetzt nicht, was ihr für Lautsprecher habt. Und natürlich werden die Geräte im Werk so justiert, dass es eher auf die Masse geht. Diese Leute mit mehreren Bassmembranen in schlanken Säulen. Und da ist es klar, dass wenn man jetzt hier einen Breitbänder hat, die Petit, die M1, dass hier einfach mit 40 mV der Klang nicht so toll ist und mit 20 mV Ruhestrom erst richtig die Klasse vom FM300A so richtig rauskommt. Ja? Also diese Justage ist für euch auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr empfindliche Lautsprecher habt. Ja, wenn ihr höherwertigere Lautsprecher habt, macht das auf jeden Fall. Das ist eine gute Sache. Und es hat mich dieses E-Mail vom Heiko hat mich wahnsinnig gefreut, weil er sich da eben bei mir bedankt und eigentlich ja auch genau das sagt, was ich ja mit meinem Gehör zu empfinden habe. Wenn die FM300A gut justiert ist, hat sie den Charakter einer Röhre. Und das ist ja das, was den so schön macht. Ich habe eigentlich ein bisschen Röhrenklang ohne Röhrenschwächen, ja, oder Probleme oder wie auch immer. Und ja, die Vollendung des Röhrenklangs kommt ja dann, wenn man dann die Musical Paradise Röhrenvorstufe dranhängt. Dann ist es halt einfach ein perfekter Röhrenklang. Ja? Aber es ist natürlich, der Hochton der FM300A ist jetzt nicht so toll wie bei einer reinen Klass A-Einstufe. Man hört den A-B-Betrieb schon ein bisschen, diesen Sägezahn im ganzen hohen Hochton.
aber nicht so pointiert oder mit so einem Nachdruck wie beim Naim. Also der Naim macht den Hochton ja wirklich etwas. Er schiebt da oben noch mehr an, was mir persönlich dann schon wieder zu viel des Guten ist. Ja, ja, also wie gesagt, diese Geschichte, wo ich seinerzeit gemeint habe, der FM300A hat den Charakter eines Röhrenverstärkers. Der kommt natürlich erst so richtig zu gelten, wenn man ihn entsprechend fein justiert und gut pflegt. Ja, also Justage ist ja Pflege. Das ist, wenn man etwas mag, ihm etwas Streicheleinheiten gönnt, ein bisschen zwirbeln da, drehen da, justieren da und das Gerät freut sich. Das ist wie wenn ihr mit dem Auto zum Service fährt. Ne? Neues Öl, neue Bremsbeläge und alle sind glücklich. Ja. Und Heiko, danke vielmals für dieses E-Mail, das du mir geschickt hast. Super cool, dass du die Petit gebaut hast. Super cool, dass du jetzt auch die M1 gebaut hast. Es ist einfach das selber bauen, das macht, man ist dann nicht mehr so der reine Nehmer. Man versteht dann viel mehr die Prinzipien, wie eigentlich so ein Lautsprecher funktioniert und man versteht eigentlich viel mehr, dass das, was hier von vielen Lautsprecherherstellern geliefert wird, nicht immer das so toll ist. Oft kriegt man, gibt's Lautsprecher, die werden für viel Geld verkauft, wo dann ganz billiger Ramsch eingebaut ist innen und das eigentlich alles, ja. Man wird ein bisschen, das ist wie wenn man wie ein Weinkenner oder ein Barista, wenn man selber anfängt, Weine verkosten oder Kaffee selber mit einer hochwertigen Faema Siebdruckmaschine, Einkreiser, Zweikreiser etc. Da wird man dann, man versteht die Materie besser und Nestle Quick Coffee und so, das ist dann, da gewinnt man dann Abstand, ne? Ja, das ist das Thema zur lieben Mail vom Heiko und zum FM300A zu meinem letzten Video. Das, was ich noch sagen wollte, das nächste Thema, das ist die M1, war ja hier. Und zwar hat mich die liebe Ricarda besucht und wir haben gemeinsam Justage und ein bisschen Abenteuer gehabt mit der M1. Das war total interessant. Uns ist natürlich die Zeit ausgegangen. Das ist ja immer so, wenn zwei Hi-Fi-Freaks zusammenkommen und dann Lichtgeschwindigkeit und Unendlichkeit. Also die Zeit geht dann so. Aber das war total schön. Wir haben unheimlich viel Spaß gehabt und rumgefrickelt und gewerkelt. Und ich muss euch sagen, die M1 klingt wirklich sehr schön. Die Klangfarben von der M1 sind unheimlich direkt und offen. Also die Silenus Faber ist ja eher ein Lautsprecher, den ich jetzt nach dem gängigen, es haben mich viele Leute angeschrieben, wann machst du ein Dreiwegsystem, das würde mich interessieren. Die M1 ist was ganz was anderes. Die M1 ist ein Zweiweger mit einem Horn. Das ist, also bei der Silenus Faber spielt die Musik hinter dem Lautsprecher und der Bass ist etwas, das kriecht durch das Haus. Also ich kann hier ganz leise spielen, nur so nebenbei Didel-Dudel und ich kann ein Stockwerk höher gehen und in der Küche kurz mir einen Kaffee machen und ich höre den Bass, der geht durch das ganze Haus, geht mir nach. Während die M1, die hat den Bass nach vorne, also der Bass kommt, wie wenn jemand dich so nicht von hinten, also so, schon wieder, immer dieses von hinten, sondern die M1, sie zeigt dir den Klang direkt, auch ein bisschen so wie die Petit, das ist durchaus ähnlich, ja, also die Musik spielt vor dem Lautsprecher und der Bass wird jetzt nicht über den Boden zu dir transportiert durch Vibrationen im ganzen Raum, sondern der Bass ist klar hörbar vor dir und spürbar am Körper. Und man kann mit der M1 sicherlich, es war dann schon 10 Uhr am Abend und meine Frau macht ja immer Frühschicht. Die steht manchmal um 3 Uhr, 4 Uhr in der Früh auf, deswegen geht die schon um 9 Uhr ins Bett mit den China, dann Kommunikation. Und wir haben trotzdem hier mit der M1 laut gehört, beeindruckend schön laut und das hat man oben nicht gehört. Also man kann mit so einem JBL-Typ Lautsprecher mit großer 30 cm Bass mit Horn wesentlich leichter noch schön laut komplett Musik hören am Abend als mit so einem Riesenboller, mit so einem Riesenvolumen,
das durch Wände marschiert, wenn der Bass macht. Ja? Das ist hier ein wirklich großer Unterschied. Wir haben um 10 Uhr hier noch laut Musik gehört und am nächsten Morgen habe ich dann zu meiner Frau gesagt, so, es tut mir echt leid, dass das gestern so ist. Und sie hat, ich habe gar nichts gehört. Ich habe wunderbar geschlafen. Also das ist gut gegangen. Das ist die M1, auf das freue ich mich schon sehr. Das Holz ist schon da. Was ich jetzt hierzu sagen möchte, ist Folgendes. Ich habe einen Fehler begangen. Und zwar ist das so, bin davon ausgegangen, dass die M1 ähnlich zu behandeln wäre wie so ein Dreiweger und habe für die Bestückung der Röhren für den MP701 Vorverstärker, Röhrenvorverstärker Musical Paradise, euch empfohlen, die E88CC, also dieses Paket für den Dreiweger zu nehmen. Und das ist nicht wirklich ideal. Also es funktioniert, aber es ist wirklich das Petit-Paket. Die Bestückung der Röhren von der MP701 Musical Paradise Vorverstärker, Vorstufe, funktioniert wunderschön, wenn man die 6N6PI von BTB reinsteckt. Also nicht diese Röhre, die den Hochton noch betont, weil das wird dann zu viel. Und wir haben hier auch den FM300A an der M1 gehabt und mit dem MP701 und ich habe es einfach in der Konfiguration gehabt mit dem 1,5 Mikrofarad Koppelkondensator, den Supreme Evo Alu Öl Mundorf, zusammen mit der 6N6PI, diese schöne, die Mittentöne wunderbar betont. Und die M1 hat diese schönen Mitten von der Röhre aber so klar und betont und wunderbar. Herrlich. Super. Traumhaft. Also, Korrektur, die M1, wenn man die FM300A als Endstufe und den Musical Paradise 701 als Vorstufe hat, bitte zuerst einmal die 6N6PI probieren als Treiberröhre und nicht die E88CC. Und der Enno hat mir hier noch einiges gemailt, der hat selber auch schon, glaube ich, die 12 AU7, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich weiß es nicht mehr, ich habe so viele Mails. Ich schreibe den ganzen Tag so viele Mails, ich muss das jetzt ein bisschen runterschrauben. Ja, das ist ja schön für mich, da muss ich die ganzen Alltagssorgen kann ich da vergessen. Und nur das Problem ist, es nimmt überhand. Also ich schreibe jetzt jeden Tag nur für die Fragen, die ich bekomme. Und jetzt ist es so, der Enno hat auch hier noch weiter experimentiert, aber ich muss mir diese Röhren jetzt erst einmal besorgen, bevor ich überhaupt überprüfen kann, etc. etc. Wobei der Enno hat sicher recht. Also, aber es ist ja alles Geschmacksfrage. Man muss das einfach hören und dann einfach sagen, das klingt so und so und so. Also bitte, wie gesagt, nehmt für die M1 bei Musical Paradise 701 nicht das Dreiwegsystem-Set, sondern das Petit-Set. Und bei dem Bass ist also die M1 hat sehr viel Bass. Also man muss jetzt hier nicht 3,3 Mikrofarad Koppelkondensator verwenden. Es reicht der 2,2 und der 1,5er klingt wunderschön. Da kann man sich wirklich mit dem Koppelkondensator helfen, wenn man zur Raumsituation, ja, ich habe eine Dachschräge, ich brauche mehr Bass, gut, größeren Kondensator rein, super, fertig. Ich habe zu viel Reflexionen, zu viel Bass, 1,5 Mikrofarad, fertig. Funktioniert wunderbar. Das ist das Thema M1, wie sie klingt. Und auf die freue ich mich schon wahnsinnig. Dann hat mir die Ricarda, weil wir das so rumgetüftelt haben, ein paar Kabeln leihweise geschickt. Das heißt, ich habe auch selber hier schon einiges an Kabeln. Und ich habe... Ich habe mir auch ein Cat7 Kabel, ich weiß nicht, Cat8, ist das jetzt Cat8 oder ist das Cat7? Gottes Willen, ich habe immer so viel. Ich kaufe das Zeug und dann vergesse ich sogar, was ich kaufe. Das ist wirklich grauenhaft. Wo steht da was? Hier, da bitte. Cat8. Ich habe mir ein Cat8 Kabel gekauft. Ein Cat8 Kabel haben wir hier zum Lautsprecherkabel bauen. Wir haben hier von der Ricarda, die mir leihweise wunderschön ein Kimber, ich glaube RP irgendwas mit 8,
Dann haben wir, ich glaube von Reckling oder so wie der heißt, das recht günstige Kabel. Dann haben wir ein Ölbach Elefant. Und was ein bisschen jetzt im Moment sehr beliebt ist, ein chinesisches 24 oder 12 Lizen Kabel. Dann habe ich noch oben für meine Martin Logan das Van den Hul Magnum, wo eine Kupferlize versilbert ist. Und wir haben natürlich das ganz normale Standard-Ölbach. Das Standard-Ölbach, dieses, ihr wisst schon, Kupferkabel, 99,9% Feinlize fertig. Es wird einen großen Kabeltest geben. Ich werde mir das reinziehen. Ich weiß nicht, ob ich das noch vor Weihnachten schaffe. Ich wollte mir überlegt, ob es nicht klug ist, auch mit der M1 noch. Also ich werde auf jeden Fall querhören, Petit Hummel und Dreiweg Silenus Faber. Und ja, vielleicht möchte ich auch dann sogar noch mit der M1 da noch mithören. Dann werdet ihr von mir einen richtig schönen, detailreichen Kabeltest bekommen. Und ja, ein bisschen Geduld noch, aber das steht an. Der DAC von Musical Paradise ist jetzt bestellt. Also der müsste, ich weiß nicht, wie lange es dauert. Normal dauert es immer so 2 Wochen. Also ich hoffe, das geht sich vor Weihnachten noch aus. Und sonst, wenn ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob ich vorher einen Shootout unter den anderen DACs mache und dann den besten vom Shootout gegen den Musical Paradise. Ich weiß es nicht. Aber der Musical Paradise, der wird jetzt dann geschickt. Der kommt jetzt dann. Das ist halt einfach, wir haben alle unsere Termine. Ne? Aber ich versuche das noch vor Weihnachten zu machen. Das sind die Sachen mit den Testitäten. Gut, Testitäten. Kommen wir zum Hauptthema, zu Silenus Faber. Und zwar, bevor wir zum Thema Zweiweg, Dreiweg kommen, das ist natürlich das interessanteste Thema, möchte ich noch kurz darüber sprechen, was ich bei der Silenus Faber jetzt vielleicht im Nachhinein, es haben einige Leute gesagt, die wollen die Silenus Faber bauen. Und ich weiß jetzt nicht, wer alle von euch auch die abgewinkelte Variante machen möchte, aber es gibt jetzt 2, 3 Sachen, die möchte ich euch sagen, wo ich im Nachhinein mir überlegt habe, das war vielleicht jetzt nicht ideal und das könnte man anders machen. Oder ich möchte zumindest sagen, welche Probleme da sein könnten. Also das Erste, ja, was war das jetzt noch? Das muss ich nachdenken, um Gottes Willen. Also das Erste, wie ihr wisst, sind die Durchführungen der Kabel von den Chassis zu den weichen Modulen. Die gehen direkt durch die Rückwand durch. Ich habe hier ein kleines Loch gebohrt und dann habe ich die Rückwand, habe ich das Kabel durch die Rückwand durchgemacht und dann das Ganze mit Kleber, mit 2 Komponenten Epoxykleber abgedichtet. Jetzt ist es so, dass ich ja hier bei dem Kabel ein Solid Core, selber gewickeltes Solid Core genommen habe. Und das ist so, dass das Solid Core, das ist sehr, sehr steif. Das ist ein Draht von einem Trafo-Wickeldraht, der ja mit Lack isoliert ist. Das ist klanglich natürlich ideal. Das ist, besser geht's nicht. Jetzt habe ich aber das Problem. Jedes Mal, wenn ich jetzt den Lautsprecher, wenn ich daran arbeite, schleifen, sägen, feilen, bohren, was auch immer, lege ich den Lautsprecher auf den Rücken, dann biege ich diese Kabel dann so um. Und dieses Solid Core, dieses Kupferkabel, das ist jetzt nicht ein Kabel, das kann ich 10-mal biegen, 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 das bricht. Also ich habe bei einem einzigen hier, vielleicht ist eine Lize irgendwo schon, da habe ich gedacht, oh, das sieht schlecht aus. Und jetzt, wenn ich das jetzt noch einmal machen würde, würde ich dann doch dazu übergehen, die Verbindungen von der Wand hinten weg zu den Modulen nicht Solid Core zu nehmen. Einfach aus dem Grund, weil man braucht dann fast doch ein flexibles Kabel. Genauso wie die hier. Ja? Das ist, es ist jetzt optisch nicht wunderschön. Aber auf jeden Fall ist ein flexibles Kabel natürlich viel leichter. Das kann nicht brechen so leicht. Und man kann das ab und zu belasten. Das ist einfach, wenn man hier so lange rumwerkelt an dem Ding. Also wie gesagt, diese Solid Core durch die Rückwand durch und dann hat man Bruchgefahr. Ja, also das ist war nicht so einfach. Dann ist durch hinten jetzt diese Kabelverbindungen sind nicht so schön und ich habe auch diese Terminals. Ich habe hier eine Art Terminals gebaut und jetzt würde ich beim nächsten Mal, wenn ich das jetzt wieder bauen würde, ich würde gleich die diese Messing-Gewindestangen, die ich hier habe, die würde ich gleich als Terminals verwenden. Also ich würde gleich mit dem Strom direkt auf diese Messingstangen gehen und nicht jetzt hier irgendwie noch ein Terminal daneben oder das irgendwie antackern und so weiter und so fort. Sondern einfach mit einem M8
so einer Öse da drauf gehen. Und dann wäre die Idee die, dass wir dann hier vertikale Messingstangen reinklipsen. Dann habe ich die Stromübertragung von einem Modul zum anderen. Dann brauche ich hier nur so eine Messingstange, klick, draufstecken und dann läuft der Strom. Das wäre doch cool, oder? Dann habe ich hier nicht diese flapsigen Kabel dazwischen. Also das wäre der nächste Schritt. Das kann ich ja hier noch machen, theoretisch, nachbauen. Ne? Und natürlich nicht so hoch. Also ich bin jetzt hier bei 5 cm, das ist fast zu hoch. Ich würde das alles noch ein bisschen kompakter machen und die hintere Rückwand noch näher ran machen. Dann der dritte Punkt, den ich ansprechen wollte, ist, wenn ihr diese äußere Wand aus diesem Buchenleimer oder einem anderen Leimer, Eichenleimer, aus welchem Holz auch immer ihr hier diese äußere Wand habt. Ihr habt ja hier eine Multiplex-Platte und ihr klebt diesen Holzleimer drauf. Das ist so, wenn man das mit nur Schrauben macht. Also wenn ich jetzt hier den so viel Leim drauf klatsche, wie ich das gemacht habe, und das dann drauf klatsche und das dann zuschraube, das ist nicht genug Kraft, um das zu kleben. Weil dem Moment, wo der nasse Leim in diese Buche hineingeht, fängt die Buche an, sich ein bisschen zu wölben. Ja, also der Zeitpunkt von draufklatschen, bis der Leim wird trocken und klebt, muss man diese Buchenplatte oder welche Platte auch immer aus Holz wirklich mit Zwingen massiv runterdrehen, runterdrücken, dass das Holz sich nicht verwerfen kann. Weil der Moment, wo der Leim dann kält, ist das bombenfest. Also da geht gar nichts mehr. Also das kann eine Maus. Diese Multiplexplatte hält die Buchenplatte fest. Das ist super. Aber bis man dahin kommt, normal braucht der Leim so 2-3 Stunden, bis er trocknet und klebt. Diese Zeit muss man hier schon mit großen, dicken, festen Zwingen das Ganze so richtig runterzwingen und anpressen, bis der Leim das hält. Wenn es hält, hält's. Also das hält bombenfest. Das würde im Holz brechen und nicht in der Klebestelle. Ist das super. Also wie gesagt, im Video, da schraube ich das nur mit Schrauben so runter. Das funktioniert nicht wirklich so leicht. Das kann funktionieren, aber es kann auch passieren, dass es sich aufwirft. Außer man hat einen Kleber, der kein Wasser enthält, der nicht feucht ist, aber Leim ist die beste Form des Klebens beim Lautsprecher, auf jeden Fall. Immer Leim nehmen, Leim ist das Beste. Gut, das ist das Thema zu Silenus Faber. Was man vielleicht anders machen möchte. Ein Thema, das mich immer schon interessiert hat, ist das Thema Zweiweg gegen Dreiweg. Irgendwie haben Zweiweg-Lautsprecher doch eine ganz eigene Klangart, einen Charakter, eine Signatur in der Musik, die irgendwie oft mehr in diese Richtung geht: Jazz, Gesang, Ensemble, kleinere Sachen, oder? Täusche ich mich oder was denkt ihr? Und so größere Lautsprecher, Dreiweg, Vierweg, das geht immer mehr so in diese ganz große Richtung. Also Orchester, große Show. Vielleicht nicht immer, also vielleicht mit einer Transmission Line ist auch ein Zweiweger total potent für große Sachen. Aber irgendwie ist für mich, wenn ich einen Zweiweger sehe, da sehe ich eigentlich einen anderen Klangcharakter, als wenn ich einen Dreiweger sehe. Und das merke ich auch, wenn ich jetzt Musik höre. Also ich höre jetzt mit der Silenus Faber eigentlich lieber so diese ganz großen Sachen. Also Sachen, die richtig Lärm machen und so. Ja, die ich auch gerne auf der Martin Logan höre. Während wenn ich auf der Hummel spiele oder auf der Petit, dann höre ich mehr Vocal, ich höre lieber Jazz, ich höre lieber, oder auch ein Iggy Pop macht schöne Vocals. I wanna be free. Also das sind alles schöne Sachen. Und irgendwo hat man dann schon so vielleicht ein bisschen eine mentale Schiene, wo man sich in zwei oder drei Weg in diese... Das eine ist so, das andere ist so, da tut man sich selbst vielleicht schon ein bisschen, man bildet dann ein gewisses Vorurteil, nachdem man dann hört, ja. Und das eigentliche Thema, um was es jetzt hier geht, das ich machen möchte, das wurde eigentlich ganz vielleicht unbewusst vom Thorsten angeschoben. Der hat nämlich bei dem, ich weiß nicht mehr, welches Video das war, bei welchem Video hat er das gesagt, wie ich die Silenus Faber vorgestellt habe, hat er gemeint, eigentlich könnte man da ja einen Zweiweger machen und den Mitteltöner einfach weglassen, der ist dann nur mehr Deko, ne?
Und lieber Thorsten, was du da eigentlich angedacht hast, scherzeshalber, das ist gar nicht so blöd. Ich finde, das ist eigentlich eine total gute Idee. Und es ist so, ich habe auch mit Dennis Frank telefoniert, der ja die Weiche für die Silenus, für den Bausatz der Silenus bei lautsprechershop.de entwickelt hat. Und der Dennis Frank hat gesagt, das ist eigentlich überhaupt kein Thema. Jetzt pass auf, ich berechne dir auch gern nochmal eine Zweiweg-Variante. Und siehe da, die Zweiweg-Variante ist schon da. Also wir haben jetzt hier, ich brauche was zum, ich sehe nichts, ich bin blind. Es gibt bei der ganzen Geschichte eine kleine Einschränkung. Und zwar macht das Ganze nur Sinn, wenn wir die Frequenzweiche des Hochtöners unangetastet lassen. Ja, also das Ganze macht jetzt überhaupt keinen Sinn, wenn wir jetzt komplett neue Frequenzweiche machen. Aber das Ziel ist jetzt nur das, dass wir hergehen und wir nehmen die Frequenzweiche des Hochtöners, also die hier, wie sie ist, und wir machen eine andere Frequenzweiche, die wir hier irgendwie einbauen, weil da habe ich ja einen Platz lassen. Wenn ihr euch erinnert, 7 cm. Dann ist das deswegen, weil hier ist nämlich Platz für eine 7 cm Luftspule. Kleines Geheimnis. Das war nämlich die Luftspule. Diese Luftspule mit 1,8 mHi. Das ist ein ziemlicher Eumel, für die habe ich hier Platz gelassen. Das heißt, ich möchte das so machen, dass man hier einfach umstecken kann. Hier vielleicht zwei Anschlüsse, dass ich hier die Hochton umstecke und hier den Lautsprecher auch an die andere Weiche anstecke. Also hier vielleicht 4, dann noch einmal ein paar Terminals dazu. Und dann wird aus dem 3-Weg-Lautsprecher plötzlich ein 2-Weg-Lautsprecher. Und warum geht das? Weil der Hochtöner ist ja ganz nah an der Bassmembran. Und jetzt kann man natürlich sich überlegen, ob dieses Volumen hier nicht ein bisschen zu groß ist für einen Zweiweger. Aber es ist doch ein unheimlich interessantes Experiment, oder? Was meint ihr? Wir können hier aus einem Dreiweger einen Zweiweger machen und wir können hier hören. Wie klingt denn jetzt Dreiweg und wie klingt denn Zweiweg aus ein und derselben Box? Ja, ist das nicht geil? Sagt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr das jetzt ein interessantes Experiment findet und was ihr davon hält. Ich finde das einfach, als Dreiweger hat ja die Silenus so viel Rumsbums untenrum, weil die Bassmembran trennt sich ja schon bei 200 Hertz. Und bei 2100 Hertz, bei 2,1 K, trennt dann der Mitteltöner trennt sich dann zum Hochtöner ab. Das heißt, wir gehen jetzt her und trennen einfach nur den Hochtöner bei 2,1 K und gehen auf den Bass unten und lassen den alles spielen unter 2 kHz. Das heißt, wir haben dann eigentlich hier einen ganz klassischen, schönen Zweiweg. Also die Geschichte mit diese Koax-Treiber von Lomasum, die sind im Prinzip eigentlich nichts anderes als hier so Hochtöner und genau diese Discovery-Serie Tieftöner von Scanspeak, nur dass der Hochtöner dann schön vorne drauf ist. Wenn wir uns jetzt das anschauen, dann sehen wir bei dem 22W4534, dem Scanspeak, dass der halt da bei 3-4 kHz, der eiert da so nochmal so richtig nach oben. Der hat da so eine kleine persistente Erektion und die ist halt natürlich ein bisschen heftig. Und es ist die Frage, ob uns das da nicht ein bisschen rausschreit. Und deswegen hat der Dennis gemeint, es wäre vielleicht nicht blöd, hier optional noch einen Saugkreis einzufügen. Das ist diese Geschichte da. Also das wird das Experiment. Wir machen aus der Silenus Faber einen optionalen Zweiweger. Und bei der Geschichte kann ich vielleicht aus einem und denselben Lautsprecher Rückschlüsse ziehen. Was ist denn jetzt der Charakter eines Zweiwegers und der Charakter eines Dreiwegers? Gibt es da einen charakteristischen Sound? Also wenn es den Charakter gibt, dann kann er ja nur aus einem und demselben Lautsprecher heraushörbar sein, weil sonst, wenn ich ein anderes Gehäuse nehme, andere Membranen, dann ist ja logisch, klingt es ja wieder anders. Ah, das wird ein philosophisches Experiment. Das werden wir machen. Das war jetzt der Ausblick auf die nächsten Projekte und dann noch eine gute Nachricht. Ach was, ich habe ja die M1 eigentlich schon da. Ich zeige sie euch einfach. Wir gehen jetzt zu M1 ganz schnell. Okay? Und da zeige ich euch noch was anderes. Das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt M1 glotzen. Ja, dann gehen wir jetzt schnell M1 glotzen. Dann muss ich mich jetzt hier durchquälen. Übrigens, Leute,
Die Kiste ist der absolute Wahnsinn. Also das Ding geht einfach so geil. Und ich habe auch von euch schon mehrere, der Martin hat mir gemailt. Es gibt mehrere Leute, die hier schon mit dem ein bisschen was, der hat sich so einen schon besorgt. Ich meine, allein, das Ding ist ein Schiff. Das ist unpackbar. Also das Ding ist so geil. Und es klingt auch. Also der Klang von der Kiste ist wirklich... Das Ding bläst einen praktisch nur quer durchs Zimmer, also wirklich. So, nichts, es ist so dunkel. Wir gehen durch die Gegend, ein wenig nach oben. Es ist so dunkel. Es ist so dunkel. Ich sehe nicht. Das machen wir jetzt nochmal. So, dann sind wir schon da. Hier steht die M1. Sie ist noch etwas platt. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist die M1 noch ein klein wenig flach. Es braucht noch ein bisschen, wie soll ich sagen, Schnitt. Aber da haben wir uns schon was vorbereitet. Da sind wir natürlich bestens vorbereitet. So wird das geschnitten. Und ja. Und so haben wir hier das Holz für den Hybridlautsprecher. Das ist ein Backloaded Horn. Und das wird dann ein Bassreflexgehäuse mit einem Backloaded Horn mit einem FE166, EN oder NV, je nachdem, das habe ich jetzt gar nicht hier, genau, das Ganze ist mit 15er Multiplex, also das ist richtig schön steif und fest, auf das freue ich mich auch schon unheimlich. Breitbänder, wieder eine Sache mit einem Breitbänder und dann dafür FE166, mal was Größeres, bevor wir dann auf einen 20 cm Breitbänder gehen. Genau. Gehen wir wieder runter. Mal genug hier im Kalten. Und wir gehen wieder hinab. Hinunter, hinunter. Jo, dann haben wir noch einen Blick auf den Tisch. Da steht was ganz was Großes, was Dickes, Fettes. Und wer jetzt wissen will, was das ist, dann lege ich hier noch was dazu und dann wisst ihr schon Bescheid, oder? Wenn ich das hier da hinlege, dann wisst ihr schon genau, es handelt sich hierbei um eine Phono-Vorstufe. Und die ist ganz klein und kompakt. Und ja. Und dann haben wir hier noch unseren kleinen, das ist hier nicht, das wollen wir nicht sehen, das ist hier falsch. Das ist der Class A John Lindsley Hood. Der kommt bald und dann hat mir uns hier eine Firma hat uns noch was geschickt für den Duck-Test, damit wir hier was auch was Modernes dabei haben. Aber was ist jetzt, wenn wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich besser? Dreiweg oder Zweiweg? Ja, also das ist schon so eine Frage, die man immer wieder gestellt bekommt, die sich manche Leute quälen. Und ich glaube, das ist eigentlich sehr, sehr einfach und sehr simpel. Und das ist genau der Grund, warum ich dieses Experiment mit der Selenos-Faber machen möchte, um quasi zu unterstreichen eine Sache, die viele von uns ja schon wissen. Ja? Im Prinzip ist es ja so, dass man eigentlich für jedes eigene Genre den eigenen Lautsprecher braucht. Das haben viele von euch auch schon in den Kommentaren gesagt, dass sie das auch so sehen, dass für ein gewisses Musikgenre einfach der und der Lautsprecher viel besser funktioniert als für das andere. Und das ist ja ganz klar, wenn ich jetzt hier eine wirklich große, pompöse Musik bringe, großes Orchester, fette Live-Show, was auch immer, auf umso mehr Membranen ich das jetzt verteile und umso leichter tue ich mir das hier mit vollem Karacho in den Raum zu stellen. Ist ja logisch. Und für intimere, schönere Sachen sind einfach oft Lautsprecher mit weniger Membranen. Ich rede jetzt hier auch gerne mal von einem Breitbänder, wo man sich auf eine einzige Membran konzentriert, einfach in der Lage, diese selbst das Instrument zu werden, das sie darstellen. Um das geht's ja eigentlich. Es ist hier ein Musikinstrument, eine Stimme, etwas, das uns anspricht. Und da ist es dann manchmal viel schöner, wenn man aus weniger mehr macht und nicht das einzelne schöne, sensible Klangereignis auf ganz viele Membranen aufteilt, dass dann der Raum im Raum wieder durch die Luft zusammen, das Aufdividierte muss in der Luft wieder irgendwie zusammenfinden. Ja, das ist manchmal auch einem weniger geübten Ohr schon offen
offensichtlich klar. Und ich glaube, nach diesem Experiment wird dann der nächste Schritt, die nächsten Projekte werden wieder Breitbänder werden. Und dann kann man langsam drüber nachdenken, vielleicht auch einmal etwas ganz Verrücktes mit vielen Breitbändern zu bauen. Das ist ja dann wieder ein Schritt in eine ganz andere Richtung, wo man vielleicht, wo hier bei den meisten Leuten noch sehr wenig Erfahrungen sind. Ja, was ist, wenn ich hier mal eine Schallwand mit ganz vielen Breitbändern baue? Um nicht dann gleich wieder zu extremen Sachen wie Raumbeschallung zu kommen, wie PA. Ja, das ist natürlich dann wieder ein ganz eigenes Thema. Ich möchte schon wirklich auf der High-Fidelen, auf der musikalischen Seite bleiben. Also ich werde jetzt definitiv nicht zum PA-Monster werden. Keine Sorge. Gut, ich hoffe, euch hat das jetzt gefallen, dieser kleine Ausflug in die Projekte, die anstehen und die Ideen, die in meinem Kopf herumirren und wirren. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann und Baba.